Okay, ihr Lieben, Dilophosaurus-Bekämpfer und sich dabei aus Versehen den Kopf an einem Autoanstoßer und dabei eine Dino-DNS-Dose im Sand verliere. Genau jetzt klingelt das Handy, ultra geil. Es wird Zeit für ein weiteres Ranking und in diesem Video hier werde ich alle Tode aus Jurassic World Chaos Theory für euch ranken. Dazu erwähne ich nochmal, es könnte hier zu Spoilern kommen, aber das müsste sich eigentlich anhand des Kontexts selbst ergeben. Und wir starten jetzt sofort rein in alle, es sind 10 Tode aus Jurassic World Chaos Theory. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video losgeht, ihr Lieben, nochmal eine ganz kurze Info zu meinen episodeweisen Reviews. Die kommen noch. Wie gesagt, die sind auch schon alle abgedreht. Die müssen eben nur noch geschnitten werden. Aktuell bin ich irgendwie nicht so ganz fit. Man merkt es auch an meiner Stimme. Ich habe mir eine saurierstarke Erkältung zugezogen und deswegen habe ich da irgendwie nicht die Muse dazu, gerade permanent auf diesen großen Bildschirm zu glotzen. Das fördert meine Kopfschmerzen nämlich auch nicht. Gerade aber die Videos kommen. Ich werde logischerweise jetzt nicht mehr schaffen, das Ganze bis zum Sonntag zu veröffentlichen. Da ist unser Spoiler-Talk, aber die gesamten Videos, die kommen noch. Okay, starten wir jetzt also mit dem Hauptthema alle Tode in Chaos Theory. Ich habe mir erst gedacht, ich möchte euch einfach nur alle Tode einfach so vorstellen. Das heißt, ja, jetzt ohne irgendwie mein Ranking dazu abzugeben. Aber ihr habt mich öfter gefragt, ob ich das Ganze nicht mal in einem Ranking machen wollen würde. Und ich habe es jetzt eben mal versucht. Der Punkt hierbei ist ähnlich wie auch bei Jurassic World Dominion. Es sind natürlich sehr viele Tode, die man beschreiben muss als Statist A stirbt so, Statist B stirbt so, Statist D stirbt so. Ich habe, glaube ich, jetzt B oder C vergessen. Deswegen ist es halt sehr schwierig, da jetzt ein wirklich logisches Ranking rauszuziehen. Ich habe trotz allem wirklich versucht, die ganzen Punkte jetzt aufzulisten. Und ja, ich weiß, es sind eigentlich 11 Tode in der gesamten Serie, aber ich habe einfach mal 2 Tode jetzt zusammen zu einem gemischt. Ihr merkt auch gleich, warum. Fangen wir an mit Platz Nummer 10 und da habe ich den Doc-Mitarbeiter, der vom Suchimimus gefressen wird. Und warum ist der so weit hinten? Naja, wir sehen im Endeffekt nicht allzu viel, was da passiert. Plus wir haben eine Szene, in der jetzt langsam beginnend sehr viel passiert. Es mag an meiner fehlenden Wahrnehmungsstärke liegen, aber ich finde immer, wenn so viele Dinge auf einmal passieren, dann geraten einzelne Szenen so in den Hinterhalt. Das hatten wir auch schon mal bei Godzilla Kong The New Empire angesprochen, dass mir da einfach zu viele Kämpfe drin waren, wodurch dann der letzte Kampf, der finale Kampf, für mich so 0815 gewesen ist. Und wir haben jetzt einfach auf den Docks eine Situation, wo Dinosaurier ausbrechen und gegeneinander kämpfen und gegen Menschen und Menschen fressen. Und dann sehen wir einfach, wie ein Parkmitarbeiter zwischen so, ein Parkmitarbeiter, Quatsch. Und dann sehen wir einfach, wie ein Dock-Mitarbeiter zwischen so zwei Containern von rechts nach links so rückwärts nach hinten geht. Und der Suchimimus taucht auf und wir hören nur, wie er ihn jetzt eben frisst. In dem ganzen Gewusel von Ereignissen, die da jetzt gerade passieren, kam mir das einfach so ein bisschen nebenbei vor. So nach dem Motto, komm, jetzt müssen ja auch noch Leute gefressen werden. Es hatte so ein bisschen den Flair von dem komischen Rollerfahrer in Jurassic World Dominion auf Malta, der auch unfassbar umplatziert in diese ganze Nummer reingepasst hat. Wofür es ja auch einen Grund gab. Ich weiß, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Aber trotz allem, das war schon sehr seltsam und ich fand, das war hier ein ähnlicher Effekt. Auf Platz 9 haben wir die Wache, die Kenjis Vater eigentlich bewachen soll, denn der ist ja in keinem Gefängnis, der ist in so einem Rehabilitierungsgebiet, wo er dann als Gärtner auch tätig sein kann, um sich eben, naja, wie schon gesagt, wieder zu rehabilitieren. Und plötzlich tauchen dann aber die Atrociraptoren zusammen mit unserer lustigen Pfeifenfrau auf. Und wir sehen hier, wie ein Wachmann leblos hinter einer Holzhütte, also dieser Wachhütte, diesem Wachhäuschen liegt. Und hier haben wir das Ding, dass wir nicht wirklich sehen, wie es passiert. Das hat dann natürlich diesen sehr schönen Horroreffekt, dass wir diesen Wachmann nämlich erst einmal noch kurz vorher sehen, wie er noch am Leben ist. Und dann gibt es dann später eine Szene mit Kenji und seinem Dad. Und dann schneiden wir wieder zurück. Ich glaube, Darius merkt das dann. Der läuft dann irgendwie zurück zu dieser Hütte und merkt dann, dass da jemand tot am Boden liegt. Und dann taucht der Kopf eines Atrociraptors auf und wir wissen, ja okay, das sind jetzt hier auf jeden Fall die gewesen. Die gesamte Szene an sich ist wirklich sehr cool. Der Effekt, der passt auch zu dem, was er hier machen will, aber als reinen Tod, also für ein reines Todesranking, ist das hier tatsächlich nicht besser als Platz 9 wert. Noch besser als die Nummer mit dem Suchimimus, muss ich sagen, obwohl man da den Tod ja noch gesehen hat, aber wie gesagt, das war mir einfach zu viel gewuselt und zu konfus und aus diesem Grund ist jetzt dieser Tod hier einen Platz weiter oben, eben auf Platz 9. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 8, zum Backless Spinex und zu dem Tod, den ich jetzt hier zusammengenommen habe. Das sind nämlich tatsächlich zwei Tode von
zwei Zivilisten, die man ebenfalls nur im Hintergrund sieht. Das heißt, bei der einen Person sieht man das sogar fast überhaupt gar nicht, da kann man das aber annehmen. Bei der anderen Person bekommt man es dann irgendwie so, wie gesagt, im Hintergrund einfach leicht verschwommen mit. Der Grund, warum die beiden Tode jetzt hier zusammengewürfelt werden, ist relativ einfach zu erklären. Die sind sich einfach sehr ähnlich. Ich wüsste jetzt nicht, welcher von diesen beiden Toten cooler ist als der andere oder eben uncooler ist, wenn man eben wieder, wie gesagt, nicht allzu viel mitbekommt. Aber was diesen Tod hier für mich wesentlich denkwürdiger macht als die anderen beiden davor, ist einfach der Umstand, in dem das passiert. Wir befinden uns hier nämlich in einem Gebiet, von dem Jess ja davon ausgeht, dass hier dinosaurierfreie Zone sind. Es sind nämlich, glaube ich, überall nur Leute, die sehr stark mit den Traumata kämpfen müssen oder mit den Ängsten, die sie eben haben wegen diesen Dinosauriern, die jetzt frei auf der Welt herumlaufen. Ebenfalls saucooles Konzept, dass es sowas überhaupt gibt. Ey, ich freue mich so auf den Spoiler-Talk, wie gesagt, am 2.6. Das heißt, wenn das Video hier online kommt, müsste das morgen sein. Da quatschen wir ausführlich über sämtliche Sachen. Wir gehen vielleicht sogar mal wirklich jede Episode durch. Auf jeden Fall trifft das Ganze eben einfach hier Menschen in einem Areal, wo man sich eigentlich hätte sicher fühlen müssen. Die Menschen sind ja extra dort, um eben keine Angst mehr vor Dinosauriern haben zu müssen oder eben um gegen diese Angst zu kämpfen. Und was passiert genau an diesem Ort? Sie werden von einem Backless Vinex gefressen. Und das nur aufgrund dessen, dass die Nublar Six oder zumindest ein paar der Nublar Six sich an diesem Ort befinden. Es hat auf jeden Fall einen sehr bitteren Nachgeschmack gehabt und ich finde es wirklich, ey, wenn das wenigstens irgendwelche Security-Leute gewesen wären, die versucht hätten, das Tier aufzuhalten und dabei gefressen worden wären, da wäre das natürlich genauso schrecklich, aber ich finde nochmal die Tatsache, dass wir hier einfach ganz normale, unschuldige Menschen haben, das macht es wirklich, definitiv zu zwei besseren Toten als die beiden oben drüber. Auf Platz Nummer 7 ist der grüne Carnotaurus und ja, zu dem wird es auch nochmal ein extra Video geben, der ebenfalls auf den Docks einen Tod zu verzeichnen hat. Einen Tod, bei dem ich mir erst noch gedacht habe, ob der wirklich tot ist, würde ich so nicht mal festlegen. Aber ja, das kann man tatsächlich nachlesen. Das ist wirklich ein offizieller Tod aus Jurassic World Chaos Theory. Und zwar sehen wir hier im Endeffekt, wie ein grüner Carnotaurus einen Dock-Mitarbeiter oder war es sogar ein Wildlife-Mitarbeiter. Naja, die Person wird auf jeden Fall vom Carnotaurus gegen ein Schiff geschleudert und das war es im Endeffekt auch schon mit der Szene gewesen. Wie gesagt, die Person hier ist laut offiziellem Kanon wirklich gestorben. Und hier kommen wir jetzt an so einen Punkt. Ich fand diesen Tod einfach sehr cool. Ich fand einfach den Moment ziemlich cool, wenn er die Person packt, dann hörst du nur dieses Klatschen hinten ans Boot dran. Hat mir eben einfach sehr gut gefallen. Das wäre aber auch schon meine Begründung für Platz 7. Ihr merkt schon, die Tode hier, die passieren einfach wirklich, wenn welche vorkommen, sehr, sehr rasch. Die haben jetzt nicht wirklich alle so krasse Wiedererkennungsmerkmale, wie wenn wir mal an Jurassic Park 1 denken. Der Tod von Donald Gennaro auf dem Klo oder auch Dennis Nedry oder eben auch Robert Muldoon oder in The Lost World Jurassic Park 2 Dieter Stark, der von den Kompis gefressen wurde, Eddie Carr. Das sind alles halt so Tode, die kannst du wesentlich besser ranken als jetzt hier. Aber ich habe mir dennoch Gedanken darüber gemacht und ich finde tatsächlich, dass der ganze Carnotaurus-Auftritt Platz 7 definitiv verdient hat, plus eben das grüne Design vom Carnotaurus, finde ich sehr cool. Platz Nummer 6, Allosaurus tötet Jensen, oder wurde er Jensen ausgesprochen? Ich meine, es wurde Jensen gesagt in der deutschen Version. Und ja, hier sehen wir auch nicht wieder allzu viel. Wir bekommen quasi den Peter Ludlow-Moment aus Jurassic Park 2, nur eben die Light-Variante. Das heißt, Jensen dreht sich um zu dem Allosaurus. Wir sehen, wie der Allosaurus auf ihn zukommt, sehen dann aber eben nicht mehr, was passiert. Aber wir hören die ganze Nummer noch und ich muss sagen, das war so eine Genugtuung, weil ich mochte Jensen überhaupt nicht. Er war halt so ein klassischer Bösewicht-Dackel, der überall hinterherläuft, wenn hier unsere Raptoren-Lady irgendetwas befohlen hat und von daher, ja, ich fand seinen Tod definitiv sehr gerechtfertigt in der Serie und deswegen hat er mir auch besser gefallen als die anderen oben drüber, verdient der Platz Nummer 6. Ein DPW-Mitarbeiter wird von einem Backless Spinex gefressen und ich sage hier ganz bewusst, von einem Backless Spinex, denn es gab in der Serie tatsächlich zwei verschiedene Varianten. Und wir bekommen hier eine Szene, in der wir sehen, wie der DPW-Mitarbeiter nach Ben, Darius, Yes und Sammy sucht, genau. Weil die nämlich vom Backless Bionic selber mit ihrem Van oder mit dem Van von Ben war es, glaube ich, gewesen, ins Wasser runtergestoßen werden. Daraufhin versinkt der Van und wir bekommen mit, wie der Backless Bionic, ähnlich wie auch der Spinosaurus, im Wasser schwimmt und immer wieder versucht, das Fahrzeug anzugreifen. Naja, die ganze Nummer geht dann eben so aus, dass unsere Protagonisten es schaffen zu entkommen und die DPW, die ebenfalls kurz zuvor auf die Reifen des Fahrzeugs geschossen haben,
haben. Die suchen jetzt nach Überlebenden, die sie möglicherweise noch töten müssen. Das Auto ist allerdings leer, jedoch ist der Backless Spinex immer noch vor Ort. Und wir sehen dann, wie sich das Tier hinter dem DPW-Mitarbeiter aufstellt. Und dann hören wir, wie er gefressen wird. Das Ganze wird sogar nochmal mit so ein paar Schreien untermalt. Aber das Beste ist eben einfach der Schnitt weg von der Szene. Das ist eine Kinderserie. Die wollen natürlich hier nicht, dass wir sehen, wie jetzt jemand komplett zerfleischt wird. Obwohl, das haben wir auch in den Jurassic Park Filmen seltener gesehen. Zumindest in The Lost World haben sie ja auch Dieter Stark hinter dem Baumstamm sterben lassen. Dann ist eben das Blut nur unten rausgeflossen. Von daher, ja, auf jeden Fall schneiden wir jetzt hier weg von dem Backless Spinex, der den DPW-Mitarbeiter frisst, zu einer Herde von Stegosaurus war es auf jeden Fall. Und es waren noch andere mit dabei. Und die gucken beim Trinken einfach mit zu, wie der Backless Spinex jetzt diesen Typen auseinander nimmt. Das war so eine Mischung aus Comedy und Horrorfaktor, fand ich. Es war eine sehr, sehr surreale Szene, die mir ultra gut gefallen hat an sich. Und deswegen ist dieser Tod definitiv auf Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 4 ist Dudley Cabrera, heißt der, glaube ich. Ich schaue die Serie gerade auf Englisch nochmal. Deswegen sind da jetzt ein paar Begriffe bei mir hängen geblieben. Auf jeden Fall, Dudley ist der Typ mit dem Cowboy-Hut, den wir am Anfang verdächtigen, der Drahtzieher hinter allem zu sein. Dann kommt raus, nee, doch nicht. Dann scheint er wieder ganz kurz gut zu sein, zumindest relativ okay. Und dann kommt raus, nee, er ist doch einfach ein korrupter Volltrottel. Und der wird, als er dann herausfindet, dass die Raptoren-Lady doch mehr Kontrolle über die ganze Nummer hat, als, naja, das eigentlich gedacht gewesen ist, genau von dieser umgebracht, beziehungsweise von einem Atrociraptor. Ich weiß nicht genau, welcher es war, weil ich finde immer noch, dass Tiger und Panthera sich unfassbar ähnlich sehen. Aber es war auf jeden Fall nicht Ghost, es war einer von den anderen beiden. Und das war wirklich cool, einfach mal zu sehen, wie schnell diese Raptoren ebenfalls auf die Pfeife der Raptoren-Lady hören. Denn davor haben wir, meine ich zumindest, immer nur gesehen, wie bereits bestimmte Opfer gebracht wurden. Das heißt, wir haben Tote gesehen oder wir haben das Pfeifen gehört, haben aber eben nicht gesehen, was kurz darauf passiert. Außer ein einziges Mal, ich weiß, dazu kommen wir aber noch. Hier fand ich es eben einfach nur cool, das mal so aus der Nähe mit zu betrachten, wie gefährlich diese Frau an sich ist, weil diese Tiere ja so loyal zu ihr sind, ohne dass sie manipuliert werden. Das ist wesentlich furchteinflößender als ein Indoraptor, der nur auf den Laserpointer reagiert. Wir haben jetzt hier wirklich loyale, treue Tiere. Und das scheinbar auch auf beiden Seiten. Das heißt, ebenfalls ist ja auch die Raptoren-Lady sehr loyal zu den Atrociraptoren. Das sehen wir ja dann später, als sie mitbekommt, dass die Raptoren zum Teil verletzt oder eben auch einfach geschwächt sind und sie dann Ghost in den Arm nimmt. Das ist eine Szene, wo wir einfach merken, dass da eine richtige Bindung entsteht. Und ja, diese Bindung führt hier eben zum Tod vom lieben Dudley. Und ich mochte die Szene einfach, weil sie gerade den Bösewicht hier nochmal ein bisschen imposanter gemacht hat. Platz Nummer 3 ist der liebe Carl. Carl wird tot im Auto gefunden und hier kann man jetzt gern drüber streiten. Es werden ein paar von euch meinen, Tobi, wir haben Carl einfach nur tot im Auto liegen sehen. Warum ist jetzt das auf Platz Nummer 3? Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass ich, und ich rede jetzt hier nur von mir, ich habe tatsächlich nicht kommen sehen, dass wir jetzt da einen toten Carl liegen haben und dass die Serie uns so etwas tatsächlich auch in dieser Form, mit dieser Atmosphäre zeigen wird. Ich habe die Serie definitiv bei weitem unterschätzt, obwohl ich mich sehr darauf gefreut habe, von Dingen, die sie uns aber rübergebracht haben. Ich dachte, dass diese Episode, es war glaube ich Episode 3 gewesen, dass wir jetzt hier einfach eine Episode bekommen werden, in welcher es darum geht, Carl aufzuhalten. Als uns der Typ nämlich vorgestellt wurde, als jemand, der Bumpy jagen will und der Bumpys Kopf an seiner Wand haben will, da war mir irgendwie so klar, okay, das wird jetzt hier so eine Nummer werden, dass er irgendwie Bumpy entführt und dann müssen dann Sammy und Darius und Ben Bumpy wieder befreien und das wird dann eben die Geschichte jetzt sein. Ja, nee, Pustekuchen. Carl hat zwar irgendwas vorgehabt tatsächlich, das darf man auch nicht vergessen. Von daher könnte man auch sagen, der Tod ist möglicherweise verdient, da er ja wirklich scheinbar vorgehabt hat, Bumpy umzubringen. Aber wir sehen eben nur, wie dann das Auto von Carl dasteht. Und Darius und Ben nähern sich dem Auto mit der Taschenlampe und schreien auch noch rüber, Carl, wir wissen, dass sie es sind. Und dann bekommen wir so einen Kamerawechsel und merken dann, dass Carl einfach nur noch komplett tot im Auto liegt. Und ich hatte in irgendeiner Episoden-Review gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich ein Atrociraptor gewesen ist, der Carl gekillt hat, oder ob das möglicherweise die Raptorenfrau gewesen ist. Ich meine, es könnte immer noch sein, dass die irgendwelche Moves auspackt dann in Staffel 2, weil ich habe das Gefühl, dass Carl einfach
zu sauber tot da lag, dafür, dass es ein Atrociraptor hätte gewesen sein sollen. Er hatte keine Wunden gehabt, er war nicht aufgeschlitzt, es war kein Blut zu sehen. Und ja, es ist immer noch eine Kinderserie, ich weiß, aber auch später der Tod mit dem einen Wachmann, der Kendys Vater bewachen sollte, da haben wir ja wirklich das meiste vom Körper eben versteckt bekommen, was uns so ein bisschen gesagt hat, ja, das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, weil eben der gesamte Körper jetzt hier zerrissen ist. Und Karl ist mir dafür einfach zu clean tot gewesen. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr coole Szene, die dann auch wirklich gezeigt hat, weil das auch der erste Tod war, den wir in der Serie jemals gesehen haben, also in Jurassic World Chaos Theory. Das hat so den Ton angegeben. Danach wusste ich, okay, ihr geht jetzt wirklich diesen Weg und bringt uns tatsächlich einfach so Auftragsmorde. Fand ich einfach sehr cool. Spätestens da war ich komplett am Ball gewesen. Von daher verdient der Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 ist der Backless Spinex, der noch einmal einen Zivilisten tötet. Und zwar im selben Areal, das wir vorhin schon mal erwähnt hatten, wo die beiden anderen Zivilisten umgebracht wurden. Allerdings ist das hier eine Szene, die ist wirklich Jurassic Park würdig. Wir sehen hier, wie ein Zivilist versucht, der Katastrophe zu entkommen. Und er springt gerade hinten in den Van rein und Jess versucht noch seine Hand zu packen, da kommt der Backless Spinex und packt den Zivilisten und hiervon sehen wir tatsächlich mitunter am meisten in der gesamten Serie. Wir sehen wirklich, wie der Backless Spinex die Person aus dem Auto herauszieht und es wird lediglich der Kopf vom Backless Spinex weggeschnitten. Der ist immer so ein Stück über der Kamera, wie jetzt hier so meine Handfläche, als wäre dann da oben die Aktion passiert. Das heißt, man zeigt uns hier ebenfalls nicht, wie der Backless Spinex jetzt die Person umbringt oder eben, naja, frisst. Aber wir bekommen sehr viel davon mit, was jetzt gerade passiert. Und das Wegschneiden der Ereignisse ist eben das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Auch bei Jurassic Park haben wir das ja zum Teil gehabt. Dass man versucht, so viel zu zeigen wie möglich, aber so wenig wie nötig. Und genau das wurde hier bei diesem Tod umgesetzt. Deswegen ist der für mich ganz klar auf Platz Nummer 2. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 1 meiner Top 10 Todes-Ranking-Liste aus Jurassic World Chaos Theory. Ja, und was haben wir jetzt noch übrig? Tatsächlich den Tod von Kendys Vater. Diese Szene hat nicht nur Auswirkungen auf die Geschichte an sich, sie hat einen unfassbar dramatischen Nachgeschmack für die Figur Kenji selber. Gehen wir erstmal kurz auf Kendys Vater ein. Ich finde es super, was sie mit der Figur gemacht haben. Ich finde es toll, dass Kendys Vater jetzt eben nicht diese komplette Drehwendung gemacht hat und auf einmal der gute, nette Vater ist. Er ist einfach immer noch dieser manipulative, korrupte Arsch mit Herz. Also der Mann, den wir eigentlich auch aus der Jurassic World Camp Cretaceous Serie kannten, der dann sogar ganz kurz Kenji einen Deal anbietet, damit Kenji seine Pläne weiter durchführt und damit Papa den Sohn auch aus dem Gefängnis heraus, also ist ja kein richtiges Gefängnis, aber eben aus der Gefangenschaft heraus manipulieren und steuern kann. Und somit hätte Kendys Vater auch im Geheimen das neue Imperium steuern können. Und diesen Konflikt bauen sie jetzt hier wieder auf, was für Kenji ja schon relativ dramatisch ist, dass er eben seinen Papa jetzt wieder sieht, nach all der Zeit. Er hat ihn ja vorher anscheinend nie besucht, beziehungsweise nicht wirklich häufig besucht. Und dann kommt er zu ihm, weil er herausgefunden hat, dass Brooklyn seinen Vater, kurz bevor Brooklyn gestorben ist, noch einmal besucht hat. Und er will einfach nur herausfinden, was mit seiner Ex-Freundin passiert ist. Das heißt, auch Papa Kenji weiß ja davon, dass Brooklyn und Kenji mal zusammen gewesen sind. Und er erzählt seinem Sohn die ganze Geschichte, aber nur unter einer Bedingung, wenn er nach seiner Pfeife tanzt. Das bricht einem schon mal irgendwie so das Herz. Und ich dachte mir, okay, Papa Kenji hat noch eine größere Rolle. Die beiden müssen das irgendwie klären können. Weil, ich meine, Kenji ist ja der Einzige, der quasi ohne Familie dasteht, der dann von Darius' Familie adoptiert wurde und jetzt einfach komplett alleine in der Wildnis lebt, weil er nahezu alles verloren hat. Und was passiert da? Naja, unsere Raptoren-Lady taucht erneut auf und Papa Kenji stürzt sich tatsächlich zwischen die Atrociraptoren und unsere Helden. Warum jetzt nicht nur einfach ein Atrociraptor Kendys Vater am Boden hält und die anderen beiden Raptoren auf die Jungs zurennen, das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, aber im Endeffekt muss Kenji jetzt einfach hier mit zusehen, wie die Atrociraptoren seinen Vater zerfleischen. Das sehen wir hier auch nicht. Allerdings bekommen wir genug mit, um uns vorstellen zu können, was das für ein Bild sein muss. Der Vater liegt vor Kenji. Der Atrociraptor steigt auf ihn drauf. Wir sehen nur noch, wie die Kralle hochgeht, ihm in den Rücken reinschlägt. Und dann hören wir diese typischen Fressgeräusche.
Geräusche. Ich meine sogar hier und da noch diese kleinen Knackgeräusche, was dann das Genick des Vaters hätte sein können. Auf jeden Fall bauen sie das hier einfach sehr, sehr stark mit ein. Und auch das, könnte ich wetten, wird in Staffel 2 noch einmal eine Rolle spielen. Denn Kenji bekommt eine Folge darauf wirklich, wirklich Traumata von genau diesem Ereignis. Also, was heißt Traumata? Er bekommt eine Panikattacke, weil er dann daran zurückdenken muss, was da passiert ist. Und im Endeffekt könnte man tatsächlich so weit gehen und sagen, egal was da jetzt gerade passiert ist, irgendwie ist Brooklyn mit Schuld daran. Also Kenjis Ex-Freundin. Und die werden wieder aufeinandertreffen. Da können wir aber einen drauf lassen. Das könnte wirklich noch eine sehr, sehr, sehr krasse Story werden, gerade eben auch was Kenji selber angeht. Und ja, wer weiß, wenn man jetzt wirklich sagt, dass sie hier noch einmal 5 Staffeln für die gesamte Jurassic World Chaos Theory planen würden, dann gäbe es hier noch so viel Spielraum für großartige Figurenentwicklungen. Unter anderem wäre dann auch ein Kenji, der möglicherweise dann so ein bisschen die Eigenschaften seines eigenen Vaters annimmt. Das wäre tatsächlich möglich. Ich fand den Tod einfach nur sehr heftig, weil wir jetzt auch hier Kenji jegliche Möglichkeit genommen haben, noch einmal mit seinem Vater irgendwie ins Reine zu kommen. Das wird nicht mehr passieren. Der Vater wird nicht irgendwie wieder am Leben sein, weil Kenji geht ja auch darauf ein, dass er gesehen hat, was passiert ist. Von daher ist genau das für mich ganz klar, ganz, 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 ganz klar Platz Nummer 1 aller Tode aus Jurassic World Chaos Theory Staffel 1. Jetzt bist du immer du gefragt, jetzt bin ich auf dein Ranking gespannt. Schreib es mir gerne in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.